Die Entwicklung der Alternative für Deutschland in den Parlamenten ist eine Erfolgsgeschichte. Wir sind so groß und wir sind so stark geworden, dass man uns fürchtet und uns mit Verleumdungskampagnen überzieht, wie letztens Korrektiv und auch der Inlandsgeheimdienst geführt von CDU Haldenbank. Warum sage ich das? Um ganz deutlich zu machen, dass uns das überhaupt gar nicht schreckt. Es macht uns nur stärker. Wir sind aufgestiegen, wir sind bundesweit zweitstärkste Kraft und wir sind führend in den ostdeutschen Bundesländern. Warum? Weil wir die richtigen Themen setzen, die den Menschen auf dem Herzen liegen. Wir sind als Partei und in den Fraktionen, in den Landtagen, auch im Bundestag, im Europaparlament, wir sind die Problemlöser geworden. Und das möchte ich in aller Klarheit sagen, weil ich heute auch schon mit einem Landwirt hier gesprochen habe, der noch kein AfD-Mitglied ist, aber hoffentlich bald. Wir sind die neue Partei der Landwirtschaft und der Bauern, liebe Freunde. Die Bundestagsfraktion hat bereits im Jahr 2022, im Oktober 2022, einen Antrag gestellt zur Verdoppelung der Agrardiesel-Rückerstattung, der von allen anderen Fraktionen einschließlich der CDU/CSU abgelehnt wurde. Schreiben Sie sich das bitte auf den Zettel. Und wir waren die einzige Partei, deren Politiker und auch ich selbst auf die ganzen Großdemos gelaufen sind, vor allen Dingen die letzte in Berlin. Ich war da. Ich habe mich gefragt, wo waren die anderen? Wo war die Regierung? Eine Regierung, die eine tragende Säule dieses Landes, die Landwirtschaft, so im Stich lässt, handelt verantwortungslos. Warum? Weil die Landwirtschaft, unsere Bauern dafür sorgen, dass wir hochwertige Lebensmittel beziehen können und versorgt werden. Wenn man die Landwirte, unsere Bauern im Stich lässt, dann lässt man Deutschland, unsere Heimat und unsere Grundlagen im Stich, um es hier mal ganz deutlich zu sagen. Aber es geht nicht nur um den Agrardiesel, es geht um viel mehr. Es geht um die Existenz. Es geht nicht nur um die Existenz der Bauern und Landwirte. Es geht um die Existenz der Arbeitnehmer. Es geht um die Existenz der Mittelständler, Spediteure, Gastronomen, von ganzen Wirtschaftssparten, vor allen Dingen hier betroffen in Baden-Württemberg. Schauen wir uns die Automobilbranche an. 30.000 Arbeitsplätze wurden in den letzten Monaten abgebaut. Und allein in Baden-Württemberg droht ein Abbau innerhalb der nächsten Monate, allein im Automobilsektor, von 66.000 Mitarbeitern laut einer neuen Studie. Das muss uns Angst machen. Und da frage ich mich, wo bleibt denn hier die grün-schwarze Landesregierung? Sie ist doch verantwortlich für die Rahmensetzung, für den ordnungspolitischen Rahmen. Wir müssen doch wieder attraktiv werden. Wir müssen attraktiv werden in Baden-Württemberg. Wir müssen attraktiv werden in Deutschland. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass das Wirtschaften, dass sich das Arbeiten wieder lohnt, dass es für Unternehmen attraktiv ist, hier zu wirtschaften. Das alles ist nicht mehr. Um es ganz deutlich zu sagen, die Financial Times hat vor einigen Wochen getitelt, ich zitiere sinngemäß, Deutschland erinnert an einen Autounfall in Zeitlupe. Zitat Ende. Und das ist korrekt. Wir sind überall Schlusslicht. Wir haben Negativwachstum.
für unseren Wirtschaftsanalphabeten, um es in aller Deutlichkeit zu sagen, für unseren Wirtschaftsanalphabeten Robert Habeck ist das natürlich völlig fremd. Verstehe mich nicht falsch, warum ich das sage, aber er ist ein Wirtschaftsanalphabet. Wenn jemand sagt, also ein Unternehmen, das aufhört zu produzieren und nichts mehr verkauft, das ist noch lange nicht insolvent. Punkt 1. Punkt 2. Er kann mit Zahlen offensichtlich nicht umgehen. Die Leute kennen überhaupt gar nicht die Dimension. Und der wirtschaftspolitische Schaden allein durch unsere Energiepolitik ist immens. Es ist die dümmste Energiepolitik weltweit. Welche verantwortungsvollen Regierungen würden denn überhaupt die Atomkraftwerke abschalten, die modernsten der Welt, in so einer Notlage? Darum sagen wir als AfD ganz klar, wir müssen zurück zu einer vernünftigen Wirtschaftspolitik und Energiepolitik. Und die Wirtschaftspolitik beinhaltet ganz klar, runter mit den Steuern. Wo bleiben wir dort? Es wird die ganze Zeit nur darüber geredet, Abbau des Mittelstandsbauches bei den Einkommensteuern, Vereinheitlichung von Unternehmenssteuersätzen, das alles bleibt aus. Und die Energiepreise gehen durch die Decke. Die deutschen Unternehmen sind weltweit nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie gehen entweder in die Insolvenz oder sie gehen ins Ausland und sie werden verscherbelt. Und das darf man gar nicht zulassen. Darum Steuern runter und eine Diversifizierung des Energieangebots und zurück zur Kernkraft. Das ist seriöse Wirtschafts- und Energiepolitik. Und letztendlich geht es gar nicht mehr um die Frage links versus rechts. Die ganze Zeit sind alle aufgeregt, Deutschland marschiert ja wieder auf den Straßen, nicht wahr? Alle sind aufgeregt, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen ihn als rechtsextrem. Wenn linke Klimakleber sich auf die Straße kleben und normalschaffende Arbeitnehmer terrorisieren, dass sie nicht zur Arbeit gehen, werden sie als Aktivisten bezeichnet. Und wenn Landwirte, wenn Menschen, Mittelständler auf die Straße gehen und um ihre Existenz kämpfen und um ihre Belange, die verfassungsrechtlich eben auch geschützt sind durch die Demonstrations- und Meinungsfreiheit, dann ist es der Mob. Und dann wird ihnen auch noch untergejubelt, dass sie rechtsextrem seien. Wo sind wir eigentlich angekommen? Ich möchte hier ganz klar eins sagen. Es geht nicht mehr um links versus rechts. Darum geht es schon lange gar nicht mehr. Das haben wir gesehen angefangen bei der Euro-Rettungspolitik, das haben wir gesehen bei der Corona-Maßnahmenpolitik, die überhaupt nicht aufgearbeitet ist, die verfassungswidrig war, durch und durch haben wir das dort gesehen. Wir sehen es heute bei den Gesetzen zur Einschränkung der Meinungsfreiheit, bei den Gesetzen, die hier verabschiedet werden, zur Einschränkung des Eigentums, bei den Gesetzen, die uns die Bürgerlichkeit nehmen wollen. Diese Leute, die hier überall in den Regierungen sitzen, sie wollen kein selbstbewusstes, starkes Bürger- und Bildungsbürgertum. Das wollen die nicht. Sie wollen was ganz anderes. Sie wollen gefügige Menschen haben, die druckbetankt werden durch einen gleichgeschalteten Mediensektor, üppig finanziert durch unsere Steuergelder, um es mal ganz klar zu sagen, die einfach mitlaufen, jawohl sagen und voll vom Staat abhängig sind. Und ich möchte dazu eins sagen, wir als AfD sind die einzige Bewegung, die das nicht will. Wir wollen selbstbewusste Bürger haben. Wir wollen unsere Freiheit schützen und wir kämpfen dafür, dass wir die vollumfängliche Freiheit und die Bürgerrechte wiedererlangen. Für ein starkes Bildungsbürgertum in Deutschland. Darum geht es uns. Und darum geht es schon lange nicht mehr um links versus rechts. Es geht um Freiheit gegen den Staatsinterventionismus, gegen die Staatseingriffe,
gegen einen überbordenden Staat. Und dagegen setzen wir uns zur Wehr, liebe Freunde. Und die Alternative für Deutschland wird immer für die Bürgerrechte, für die Freiheit der Menschen in Deutschland einstehen und für ein starkes Bürgertum. Und dafür stehen wir alle gerade. Ich bedanke mich.